Das Wachregiment der britischen Armee probt für die königliche Hochzeit. Das Regiment ist gewohnt, bei Staatsanlässen aufzutreten. Doch der Ehrgeiz ist besonders groß, alles richtig zu machen. Die Fanfare, die wir gerade geprobt haben, ist eine von vielen in unserem Repertoire. Und wir werden sie spielen, wenn die Queen in Westminster Abbey eintrifft. Gegründet wurde das Regiment als persönliche Leibgarde der Königin. Am 29. April wird ein Teil des Regiments die gesamte königliche Familie hoch zu Ross begleiten. Zwei verschiedene Einheiten werden für die Begleitung des Brautpaares verantwortlich sein. Eine Einheit begleitet die Brautjungfern, eine weitere ihre königliche Majestät. Letzteres nennen wir den hoheitlichen Geleitschutz, ein wirklich großes Ding, wie wir es auch bei Staatsanlässen wie der Parlamentseröffnung haben. Es geht dabei um die Anzahl der Pferde und Soldaten und wie viele Proben wir brauchen, um auf der Höhe zu sein. Zurück in der Kaserne. Die gewohnte Pflege der Tiere steht auf der Tagesordnung. Die Pferde brauchen neue Hufeisen. Sorgfältige Vorbereitung gehört zu den Ritualen des altehrwürdigen Regiments. Dennoch liegen die Nerven kurz vor der königlichen Hochzeit blank. Es ist ein wenig wie Weihnachten. Die Aufregung wird größer und größer. Ich hoffe, dass wir an dem Tag selbst inmitten all des Trubels ganz ruhig sind, trotz der ganzen Anspannung, die in der Luft liegt. Am Palast vorbeizuschreiten wird was ganz Besonderes. Mehr als 1000 Militärangehörige werden entlang der Route von Westminster Abbey bis zum Buckingham Palace Spalier stehen für das frisch vermählte Brautpaar. Bis dahin werden keine Mühen gescheut, damit jedes Schwert, jeder Gurt und jeder Stiefel für das Mega-Ereignis glänzt.